Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind jetzt beim großen Preis von Monza, beim 15. Lauf der Saison angekommen, nachdem wir ein Hochrohr Wochenende kann man nicht sagen, weil das Qualifying verlief ja ganz ordentlich, aber nachdem wir ein Horrorrennen erlebt haben, hoffe ich, dass die Formkurve jetzt deutlich besser wieder hochsteigt und ich hoffe, dass wir wieder abliefern können. Also zum Event jetzt hier schnell. Ja, Rivale, nein, danke. Sag ich dazu bloß? Ja. Und dann das Sponsoren wieder neu machen wir natürlich. Können wir auch immer noch die Aktivitäten machen? Ja, wollen wir mal wieder unseren Teamkollegen hier boosten. Gäbe es überhaupt schon Fahrerrücktritte bisher? Ich weiß es noch gar nicht. Die WM sieht, nachdem wir ein ultimatives Upgrade anbekommen haben, wieder sehr, sehr vielversprechend aus. Sie haben die Lücke wieder zu Alpine, Haas und so geschlossen, auch wenn es Martin noch weit vorne ist, aber Hauptsache wieder überhaupt den Anschluss gefunden und uns wieder ein bisschen auch abgesetzt von zum Beispiel auch Alfa Romeo und sogar vorbei McLaren gezogen. Wir haben auch wieder Upgrades übrig, jetzt können wir mal ein bisschen was machen. Ich würde sagen, der wird jetzt hier halt einen Top-Aerodynamik haben. Erstmal ein anderes, wie hier Chassis. Ich lasse so am Chassis, machen wir hier mal, ja, für ein Chassis-Bremsen-Ding. Schnell würde ich schon mal gerne versuchen, aber dann lassen wir lieber. Machen wir doch mal hier ein schönes, schnelles, schönes Bremsen-Ding. Ich habe das Gefühl, vielleicht deswegen, dass es nicht so gut zu bremsen ging, dass das Auto nicht so zu dem Bremsen mehr passt halt. So, und dann können wir die Zeit vorspulen. So, und dann können wir jetzt reinstarten in den großen Preis von Monza. Ich würde sagen, wir werden mal die MGU vom Motor Generator Unit kinetisch mal austauschen. Bei 50% auf so einer Pausstrecke auch noch wie Monza, aber ja, lol. Wir haben noch den ersten von der MGU im Auto. Bis jetzt zum 13., 14. Rennen schon durch? Krass. Also unsere Komponenten sind auch richtig wenig abnutzbar, ey. Komplett. Auch die hier haben wir nur zwei übrig. Und wisst ihr was? Dann wechseln wir einfach mal alles aus. Einfach mal alles. Warum sollte man es hier irgendwie mit allen Komponenten auf so einer Strecke wie Monza rumgurken? Obwohl gut beim Getriebe. Aber im Getriebe wird es kritisch. Da werden wir, glaube ich, einmal noch Strafen hinnehmen müssen. Ich werde trotzdem mal hier ein neues einbauen. Einfach mir alles halt neu zu haben. Aber da werden wir nicht drum rumkommen. Aber bei den anderen soll das, ey, geht das easy klar. Auf jeden Fall. Boah, das Auto fühlt sich trotzdem, es so viel ein bisschen unterlegen mittlerweile wieder ist, im Vergleich zu den anderen zumindest. Aber dieses ultimative Upgrade vor allem ist echt der Wahnsinn. Also, das hat viel gebracht auf jeden Fall. Also, die Strecke ist allgemein Wahnsinn und sind schon mal vor Pasto, aber auch sogar vor Wasser. Also, der hat irgendwas verkackt in seiner ersten Runde. Hä, was? Wir sind zwar nur Zwölfte, aber erstens auch nur, die Abstände kann man auch schon wieder, ja, krass empfinden sagen. Wir sind lila einfach mal im ersten Sektor. Also gut. Wir haben erst den Honda-Motor und klar, Monza ist eine Powerstrecke und im Grunde ist der erste Sektor ja nur gerade geraten und die erste Schikane. Der Rest ist Vollgas. Also daran könnte es eventuell liegen. Aber trotzdem schön zu sehen. Im Mittelsektor nehme ich mal an. Aha, 14. Ja, ist okay. Wo ist Pastor? 16. Auch der sagt sogar weiter. Hey. Eine Lebenszeit vielleicht von ihm, oder? Eventuell. Wo ist Gasly allgemein? Was? Was? Ocon auch? Was? Was? Kein Kommentar dazu. Aber beide. Nicht mal Gasly nur. Auch Ocon? Hä?
Aber die haben nicht das beste Auto. Wir haben ja geguckt, die hatten das fünftbeste Auto so. Was? Nochmal weit raus. Du weißt, wäre das Track Limit im Wheelab gewesen, aber das ist nicht, ja, nur eine Zehntel Verbesserung. Aber nur eine Zehntel und dann macht vier Plätze gut, alles klar. Da sieht man mal klar, wie eng das ist, aber ob das reicht, weiß ich nicht. Hat mir auch nicht so ganz gefallen, die Runde. Oh ja, man, auf Platz 13 kommen wir weiter. Schafft es, passt du auch weiter, ja. Oh, das könnte ein Befrei. Nico Hülkenberg. Aber ich glaube, da muss irgendwas passiert sein. Er ist meilenweit langsamer als alle anderen, auch Assad. Also da muss irgendwas passiert sein, aber trotzdem. Der hat das beste Auto im Feld, mit Abstand auch noch. Das kann dir keiner erzählen. Ein Gasly würde jetzt mit einer halben Sekunde was auf 1 hier stehen wahrscheinlich. Das kannst du einfach keiner erzählen, wie schlecht diese Hülkenberg KI ist. Ja, unglaublich. Auch wenn es kurz war einfach. Oh ja, eine sehr, sehr gute Runde. Wir haben das mal extra so getimt, dass wir schön Windschatten abstauben können. Das können wir sogar. Ja! Q3 auf jeden Fall sein, aber wo? Platz 3! Platz 3 mit Bombenwindschatten, den wir auf Wasser hatten. Passt du auch in Q3? Ja! Zum ersten Mal glaube ich, dass wir beide Autos ins Q3 bekommen. Richtig geil, wir haben sogar nicht mal eine halbe Zehntel gefehlt. Auf die Spitze, passt doch auch nicht mal eine halbe Sekunde weg. Wir haben Perez raus, wenn Verstappen auf 1 ist, Hamilton und Mercedes raus, obwohl die Mercedes, die waren nicht so weit auseinander entfernt. Was für ein Qualifying bisher. Wir haben die Alpines hier vorne, die ein ähnliches Auto wie wir haben. Was ist das hier für ein Wochenende bisher? Ich habe keine Ahnung, aber es kann was Großes werden heute. Vor allem auch für die Alpines. Das ist schon echt krass, was die hier heute abliefern auch. Oh ja, nochmal schön auf Windschatten von Ocon mitgenommen. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Und wo bringt uns die Reise am Ende? Besser als Platz 10 oder sogar schlechter als Platz 10 am Ende? Und Platz 10, wirklich? Boah, das war vielleicht eine gute Runde. Eine Top-Runde eigentlich. Die beste des Wochenendes bisher gefühlt. Wir sind alle bereit für das morgige Rennen. Aber bevor es losgeht, werfen wir einen kurzen Blick auf die vorderen Plätze der Startaufstellung. Gasly, Norris und Max Verstappen. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung nun komplett für das große Rennen. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird auf jeden Fall ein fantastisches Event. Und er hat es geschafft. Pierre Gasly hat es wirklich auf die Pole geschafft. Wie das? Ich habe keine Ahnung. Der hat das
Wir können auch die Performance gleich gucken. Ich will wirklich sehen, ist das wirklich? Die sind mit uns mit der Performance gleich auf eigentlich. Auch Pasto stark, also die haben eine Fippe nochmal draufgelegt. Also kurz zu machen. Pasto ist nicht mal 4 Zehntel von der Spitze weg. Wir nicht mal eine halbe Sekunde ganz. Obwohl wir auch nicht das beste Auto haben. Also das ist einfach eine Strecke, Monster. Mit dem Honda-Motor vor allem. Aber man muss sagen, wir haben halt auch noch Windschatten bekommen. Und trotzdem jetzt dann doch vielleicht sogar so langsam. Ist schon erbittert, enttäuschend, aber es ist mir so egal. Wir haben beide aus dem Q3 bekommen. Sind nicht mal weit weg von der Spitze. Also was will man mehr? Auf ins Rennen. Oder erstmal auf die Performance nochmal kurz. Ja, Tatsache. Also Alpidis war das 5. beste Team mittlerweile. Aber sie hat mit uns gleich auf. Gut, auch mit Mercedes und Red Bull gleich auf. Aber so ziemlich, aber vor allem Aston Martin halt. Die sind halt meilenweit, eigentlich nur vor Alpine. Auch Ferrari können wir noch ein bisschen dazu rechnen. Und damit ist Gasly auf die Pole gefahren. Also man kann den Augen einfach nicht trauen, aber es ist einfach so. Bevor es losgeht, sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an. Dank einer fantastischen Fahrt im gestrigen Qualifying startet Pierre Gasly von der Pole. Vor Lando Norris, der von Platz 2 starten wird. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Verstappen, Stroll, Sainz, Leclerc, Russell, Maldonado, der Glückspilz, Perez, Oscar Piastri, Magnussen, Ocon, Bottas, Albon, Tsunoda, Joe, De Vries, Theo Pourchaire, Hamilton, Hülkenberg und Logan Sargeant. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. Ah, Esteban Ocon musste aus Alpinsicht leider Strafen hinnehmen. Das macht so ein bisschen das gute Top-Wochenende von Alpine bisher kaputt. Aber die haben ja noch Pierre Gasly, der einfach mal auf der Pole steht mit dem nur 5. besten Auto. Kann man machen. Und dann wahrscheinlich sogar auch noch den schlechtesten Motor im Feld. Auf so einer Strecke, wo es gerade auf Power ankommt. Also, ja, Wahnsinn. Also, keine Ahnung, wie der da, was der da aus dem Ärmel gezaubert hat. Hard Medium, ne. Bin ich gerade nicht so ein Fan davon, muss ich sagen. Ich würde gerne auf Medium starten. Ja, auf Medium starten hier. So, Medium und dann Soft, wenn es geht. So, was das Schnellste? Ja, so, machen wir es so. Machen wir es einfach so. Benzin packen wir ein bisschen runter. Ich weiß nicht, wie viel. Machen wir einfach mal so. Ja, das sollte schon gehen. Und dann legen wir los. Ja, sind sogar einige auf Soft. Wenn wir da jetzt auf Hard wären, das wäre eine... Das wäre jetzt problematisch. Oh, was kommt gar nicht gut weg. Und wir kommen sehr gut weg. Noah hat einen katastrophalen Start auch. Passt doch da 5 Grad oder 6 oder ist da auf jeden Fall im Angriffsmodus, ist nicht reinrauschen irgendwem. Oh, was macht ihr da? Passt du? Oh, passt du 6. und wir 8. Noah ist auf Mediums, auch wie wir. Das mag sich auf seinem schlechteren Start erklären. Gasly hat sich die Führung vorne verteidigt. Nest Martin ist, glaube ich, gerade 2. wenn ich das so richtig sehe. Keine Ahnung. Und jetzt, oh nein, nicht reinrauschen. Oh, noch was geht da ab. Die beiden Ferraris ohne, eieieiei. Oh, Norris. Das ist Norris, da außen. In Lesmo 1 müsste das ja sein. Und von beiden Lando Norris, er hat einen Katastrophenstart. Von 2 auf 7 ging es für ihn zurück. Passt du auf 6? Wie auch immer das. Oh, die Ferraris geben sich. Die Ferrari geben sich. Nein, passt du. Oh, was tun wir hier? Ich weiß es nicht. Boah, die Ferraris geben sich ja gar keine Ruhe, aber Norris lässt mir auch gerade keine Ruhe. War jetzt nicht der beste Ausgang aus der Handel, aber der Topspeed, der passt auch zu dritt. Pastor! Pastor greift da ihn an und schnappt sich beide vielleicht. Boah, Pastor, oh nein, zu dritt. Nein, das gibt eine Berührung. Bitte, Pastor, beschädigt dich nicht irgendwas. Nein, die Ferraris berühren sich. Bitte, ist Pastor da unbeschädigt durchgekommen. Was macht ihr, Jungs? Was macht ihr, Kollegen? Habt ihr sie noch alle? Pasto ist auf 4 gleich. Oh, bitte. Komm, jetzt wir ohne vielleicht gleich zu dritt. Nein. Nein, wir bleiben dahinter. Zu dritt brauchen wir hier keine Autos jetzt daneben haben. Oh, was ist das? Was ist Pasto? Ist auf 4? Pasto auf 4. Und wir auf 6. Was geht hier ab? Ich habe keine Ahnung. Und das geht ja vielleicht länger weiter.
Okay, jetzt können wir uns gleich unnatt verhalten haben sogar. Ah ne, der Ausgang war aber nicht gut, leider. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, aber jetzt hör ich. Schade. Die haben so eine riesen Lücke zu. Oh nein, oh, ich trau mich nicht. Jetzt gibt's einen Angriff, oder? Hm. Oder? Ja, da gibt's den Angriff von gegen Pastor. Eieiei. Was macht ihr, Kollegen? Was macht ihr, Pastor? Hält dagegen! Und wir schießen den Science rein. Sorry, Carlos. Den habe ich überhaupt nicht gesehen, deinen Rückspiegel. Aber konnten sie irgendwie nochmal gut abfangen. Boah, jetzt haben wir jetzt haben wir einen sehr guten Ausgang bekommen. Oh weia, oh je. Oh, es ging Pastor ohne Berührung, bitte durch. Ja, okay, vorbei, Pastor. Eieiei. Also Achtung, DS-Spielchen vom Gas gehen. Jetzt nicht hier beim Messpunkt da vorne sein. Dann ist man völlig verloren auf der Geraden. Eieiei, da vorne geht es so zur Sache gegen Gaslys Twall und Verstappen. Aber haben wir halt schon 5 Sekunden. Was haben die denn hier gemacht, ey? Das ist doch unglaublich. Wir sind vorbei an Leclerc. Wir sind 4. in diesem Rennen. Pastor ist 6. Wenn er das ins Ziel bringt, ist das ein besseres Ergebnis bisher in der Karriere-Saison. Na, auf jeden Fall das Fall was machen können, eventuell. Obwohl. Hani, unser Topspeed reicht trotzdem aus, obwohl er DRS hat. DRS ist, finde ich, gerade ein bisschen schwierig noch. Oh, von mir so gern vom Gas gehen. Einfach hier auf jeden Fall DRS gleich wieder abstauben. Also, jetzt müssen wir nicht mal vom Gas gehen. Doch, machen wir einfach mal jetzt. Hier, schön das DRS abstauben. Aber nicht in fahrliches Untersteuern. Und der verliert fast das Auto jetzt auch noch. Und das wird in den Problem, ja, da wird Pastor vorbeikommen jetzt. Oder? Naja, da wird Pastor vorbeikommen. Was ein mega Rennen bisher. Boah, jetzt konnten wir sogar absetzen von Leclerc und Maldonado, weil die sich bekämpfen. Und wir sind auch schon wieder 2 Sekunden dran ans Twall, Verstappen. Was machen denn die hier auch? Hä? Was geht hier ab? Was geht hier ab? Ich habe keine Ahnung. Das kann hier müde sein. Auf einen sogar der Sieg, wenn man sich das ansieht, was die hier machen. Verstappen, Gasly, Stroll. Unfassbar, was geschieht hier heute? Ich glaube, die Softs brechen langsam ein. Stroll hat jetzt den Anschluss ein bisschen auf Gasly und Verstappen verloren. Wir konnten uns absetzen von Pasto und Pfahl und sind gefühlt auch schon hier ran, an Stroll. Die Softs fallen einzubrechen jetzt langsam. Und nicht nur langsam, definitiv. Wenn man sich das so ansieht. Aber gut, zu aufholen aufs Tor tun wir noch dran, aber wir könnten uns hier Leclerc so vom Leib halten, könnte man sagen. Ich denke aber jetzt auch mal, dass Aston Martin jetzt aufs Tor eventuell reinrufen wird, weil der hat jetzt keine wirklich gute Pace mehr, wenn man sich das so ansieht. Aber verdammt, kommt aber rein! Jetzt schon, und Tor! Ey, verdammt, kommt jetzt schon rein mit härteren Reifen. Echt jetzt? Kann man machen, schätze ich, oder? Kann man machen. Dann wird Gasly vielleicht in der nächste Runde reinkommen. Und passt jetzt sogar dritter Doppelpodium momentan sogar. So, Gasly wird, denke ich mal, jetzt reinkommen. So ist es. Der könnte das Richtige los haben. Was dann hängt da in dieser riesen Gruppe da hinten mit dem Alpha Tauri an? Und Gassi hat noch eine Runde freie Fahrt gehabt. Da könnte der richtige Nutznießer davon sein. Eventuell. Wir fahren noch nächste Runde in die Box einfach. Bevor wir hier zu viel Zeit mit den alten Medien verlieren. Aber wisst ihr was? Da ist hier gerade eine riesen Gruppe, wo Gassi halt mit drin ist. Da will ich jetzt um ehrlich zu sein nicht sein. Das können wir sogar dann am Ende noch so bescheren, wenn wir die freie Fahrt ausdrücken können, während die anderen hier da festhängen halt. Das könnte dann richtig gut für uns halt werden.
Ja. Fahren wir noch eine Runde mehr. Das Ding ist sinnvoll. Dann müssen die Softs eben auch nicht so viel aushalten. Okay, jetzt wurden natürlich Verstappen und Gasly ganz schön entlastet. Davon würde ich sagen, kommen wir auf jeden Fall. Oder ich würde sagen, wir kommen jetzt rein natürlich sowieso. Ja, aber die Reihenfolge immer schöner. Vielleicht hätten wir doch in die letzte Runde reinkommen sollen. Der hat jetzt halt für eine ganze Runde Freifahrt. Wir können es immerhin. Jetzt haben das Stop muss bitte passen. Oh, bitte. Heute hängt wirklich viel davon ab, Jungs. Bitte. Verkackt es nicht schon wieder, Kollegen. Bitte. Komm. Perfekt eingebogen. Jetzt kommt, jetzt liegt es an euch. Ja. Genau. So soll es sein. So will ich es sehen, Kollegen. Ja, Leclerc ist auch vorbei. Aber wir sind immer ein Fünfter. Jetzt ist man nicht verbremsen hier. Es leicht mit diesen kalten Reifen natürlich. Aber das passiert nicht. Und wir sind immer ein Fünfter, Sechster, Fünfter und Sechster einfach. Aber ich glaube, passt immer. Mal gucken. Was da noch draus wird jetzt. Erstmal haben wir jetzt ein Ziel gegen Charles eben. Oh, ja. Das war jetzt kalte Reifen, würde ich sagen. Ja, aber Leclerc ist schnell. Wir kommen trotzdem kaum näher ran, obwohl wir Softs haben gerade. Ja, gar nicht eigentlich sogar. Eieiei. Ja, wir fahren deutlich schneller als Maldonado, der jetzt von Sainz. Oh, Maldonados Pace lässt aber schon ein bisschen nach jetzt langsam. Der hat auf einmal Sainz im Kreuz. Wo kommt der überhaupt bisher her? Ich hab noch das ganze Rennen lang nicht gesehen gerade. Nein. Nein. Wieso? Och, echt jetzt? Oh nein. Wieso heute? Wieso nicht in Sandford, als alles scheiße lief? Wieso? Och nee, echt jetzt. Okay, hier ist Jeff. Du verursachst unnötigen Verschleiß am Getriebe. Das war ohne Neues, ne? Das war ohne das Neue, was wir uns eingebaut haben. Jetzt haben wir nur noch eins, was ungefähr funktionsfähig ist. Och nee, ey, echt jetzt. Hier beim großen Preis von Italien. Auf eine Leistung wie diese bei einem so historischen Rennen, da kann man wirklich stolz sein. Stefan, wie konnten Sie heute deiner Meinung nach so ein unglaubliches Resultat liefern? Der Zustand der Reifen hat bei diesem Ergebnis eine zentrale Rolle gespielt. Wie immer geht es nicht nur darum, schnell zu sein. Man muss diese Geschwindigkeit auch während eines Stints und über die ganze Renndistanz halten können. Man muss also schnelle Rundenzeiten fahren, sachte steuern und die Reifen schonen. Diese Dinge haben das Rennen heute entschieden. Was für ein aufregender Abschluss eines unglaublichen Grand Prix-Wochenendes. Die drei Bestplatzierten freuen sich bestimmt wahnsinnig über ihre heutige Leistung da draußen. Die Situation an der Spitze ist nach diesem schwierigen Rennen für unseren Weltmeisterschaftsführenden eine andere. Der Abstand hat sich verringert. Werfen wir einen Blick auf die aktuelle Fahrerwertung. Also Stefan, lass uns mal drüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten als Fahrer des Tages zählt. Heute bringst du mich in eine echte Zwickmühle, aber ich glaube, ich entscheide mich für Pierre Gasly. Er hat in Drucksituationen einen kühlen Kopf bewahrt und das meiste aus schwierigen Situationen rausgeholt. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteurs
Konstrukteursmeisterschaft zu werfen. Keine Veränderung an der Spitze, aber mit den Punkten von heute wird die Führung deutlich wackeliger. Wer mag schon sagen, wer nach solch einem Rennen am Ende Weltmeister sein wird? Seien Sie auch nächstes Mal wieder mit dabei, wenn wir Ihnen das neueste Rennen der Formel 1 nach Hause servieren. Oh, was soll ich dazu sagen? Ich weiß es nicht. Also, ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll heute. Einfach nur natürlich ganz, ganz bitter. Also, immerhin hat Pastor es auf Platz 6 im Ziel geschafft. Ganz stark von ihm. Also, da kann man wirklich applaudieren. Das zweite Punktergebnis erst in der Saison für ihn. Mit sogar nicht mal einem Top-Auto mittlerweile. Als das Auto top war, auf Spitzenniveau, war da hinten. Und jetzt, wo das Auto nicht mehr so gut ist irgendwie, macht er sowas oder was? Also, das ist ja ganz verrückt. Aber gut. Wir waren ja auch sehr gut dabei. Wir waren ja sogar 5, hätten sogar Platz 4 noch haben können eben dadurch. Aber gut, Pastor wäre dann 7. gewesen, okay. Wenn wir noch dabei gewesen wären. Und wir hätten Leclerc vielleicht schon irgendwie noch einholen können. Gigi aber auf jeden Fall ein Gassi. Das hat er bravourös gemacht. Das ganze Wochenende Wahnsinn von ihm. Der konnte sogar noch aus dem DS-Fenster am Ende sitzen. Und Stroll wurde 2. Und hatte sogar auch ganz schön vor Verstappen abgesetzt. Was ist denn bei Verstappen da noch passiert? Hat er vielleicht ein technisches Problem auch noch gehabt? Weil da war das ganze Rennen eigentlich mit Gasly aneinander. Und auf einmal ist er hier fast 4 Sekunden hinter Pierre. Also irgendwas muss da auch bei Max wahrscheinlich dann noch schief gegangen sein vielleicht. Ja, wir sind auch die Einzigen. Ach, come on. Ja, aber es ist der erste Motor, naja, Getriebeschaden. Ist okay. Wir hatten zwar in Zahlen von DNF, aber da habe ich ja selbst aufgehört, weil es hat ja nicht gebracht mehr. Wo ich auch schon geglaubt habe, da gab es ein Problem, aber vielleicht war da einfach die Pace einfach grauenhaft, keine Ahnung. Oder die KI ist wie in 2021 in Zandvoort einfach OP auf dieser Strecke, keine Ahnung. Ja, bitte auf jeden Fall, klar. Aber Pastor immer noch 12 Punkte jetzt, weiß ich von uns noch, klar. Ja, aber machen wir halt schwer. Pastor hat ein gutes Rennen gemacht, ein gutes Wochenende. Aber wenn man sich verzieht, was Gasly mit sogar einem gleichen Auto hin anstellt, ne? Der hat ein ähnliches starkes Auto und der gewinnt das Rennen einfach mal. Da ist Pastors Leistung gut, wenn man das mal mit den anderen vergleicht. Aber wenn man sich Gasly ansieht, muss man sich das sagen, müsste unser Auto das doch eigentlich auch können. Vor allem, weil wir den Honda-Motor haben und Pierre halt sogar nur den Renault-Motor. Wo der gerade auf Power ankommt, also puh. Weiß ich nicht. Gute Leistung von Pastor, gar keine Frage, aber gut genug. Wenn man sieht, wo Pierre ist, Ocon ist nur 10. geworden, aber der hätte auch da vielleicht sogar, der hätte sogar Doppelsieg werden können für Alpine, wer weiß. Wenn man sich Gasly ansieht. Ocon hat ja nur Strafen gehabt, ist ja von 4 eigentlich... Wer von 4 losgekommen, losgestartet. Ja, Pierre ist jetzt auf Platz 9 in der Rangliste, auch 69 Punkte. Esteban, 8. Unfassbar. Okay, beim nächsten Mal sind wir dann beim großen Treff von Singapur, beim Nachtrennen. Da lief in der letzten Saison auch alles andere als gut. Da lief es eigentlich wohl katastrophal. Das sehen wir hier, Alpine, ähnliches Auto wie wir. Gleich stark ist, wenn man so will. Im Grunde haben wir halt alle so mehr oder weniger gleich starkes ab Mercedes an. So ziemlich. Mercedes noch ein bisschen weiter vorne auch, ja, aber minimal halt nur. Also ja. Krass, was Pierre da heute gemacht hat. Auf jeden Fall. Was war das? Getriebe 80% nimmt an. Jo, macht auch keinen Sinn, warum man dann nicht mehr fahren kann. Müsste doch eigentlich, wenn schon 100% sind, aber was soll es. Beim nächsten Mal sind wir dann in Singapur, wie gesagt. Das war es jetzt. Stärke zurückkommen irgendwie, obwohl, das war halt schon echt stark, ne, also, boah, immer an so einem Rennen, ne, nicht mal in Zandvoort, da hätte ich mir jetzt wirklich gewünscht, schon ab Runde 5 an mindestens, aber da musste ich selbst abstellen, weil sonst wäre das noch zu lang gedauert und jetzt so ein Motorschaden auf Platz 5 liegend, fangs auf Platz 4 noch, eventuell sogar noch auf Platz 3 am Ende, ich weiß halt nicht, was bei Verstappen schief gegangen ist, weil der war halt dann schon mal weit hinter Pierre auch, also vielleicht hätten wir den dann sogar auch noch haben können. Und dann wäre es ein Podium sogar geworden. Ja. Hätte, Fahrradkette. Man weiß nie, was passiert wäre. Das war's jetzt. Bis zum nächsten Mal und ciao.